Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie man das jetzt hier macht. Es ist ziemlich dumm. Ja, es ist wirklich ziemlich dumm. Wir müssen ja hier drüber, zur Erinnerung, wir müssen da drüber, aber das Ding ist, wenn wir dieses Gastort berühren, sterben wir sofort. Und wir müssen das Gas ausschalten. Und um das Gas auszuschalten, müssen wir da oben ein Ventil umdrehen. Und um da hochzukommen, müssen wir diese beiden Kisten da hinten verschieben. Können wir aber nicht, weil wir noch nicht stark genug sind. Und um quasi stärker zu werden, müssen wir andere Kisten verschieben. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann verschiebe ich einfach die Kiste hier. Nein, nein, nein. Man muss eine bestimmte Kiste verschieben, um das Stärke-Upgrade zu bekommen. Es ist nicht die. Es ist auch nicht die. Es ist so dumm einfach. Wer hat den Entwicklern ins Gehirn geschissen? Es ist diese Kiste hier, die da oben steht. Die muss man nämlich an den Zaun schieben, damit man das Stärke-Upgrade bekommt. Wie macht man das? Tja, man geht zuerst hier hin, schiebt diese Kiste zurück, halt soweit es eben geht. Dann geht man auf die andere Seite, geht da hoch, schiebt von hier weiter. Es ist so dumm. Also ohne Scheiß, das ist echt das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Ja, ja. Jetzt gehen wir da hoch. Jetzt ziehen wir diese Kiste zurück, soweit es geht. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Und wieder hoch. Jetzt gehen wir hier so in die Lücke rein. Oh shit, hat nicht funktioniert. Mann. Jetzt gehen wir hier hoch. Können wir nicht. Leute. Leute, also... Ja. Wir müssen jetzt die Kiste weiter verschieben. Das ist das dümmste Rätsel, das ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. So. Jetzt schieben wir es geradeaus. Jetzt haben wir das Stärke-Upgrade. Und ich habe gestern 10 Minuten lang hier diese scheiß Kisten verschoben, weil ich dachte, das tut's auch. Nein, nein. Natürlich nicht. Wie konnte ich nur so dumm sein? Und das Denken. Naja. Jetzt können wir das verschieben. Das ist schlechtes Game Design. So wie vieles in diesem Spiel. Ja, das muss man leider sagen. Aber, mein Gott. So, jetzt schieben wir das Ding nach vorne. Und jetzt können wir auf dieses Ding da. Und das Ventil drehen. Und dieses giftige Gas deaktivieren. Cool. Richtig cool. Ja. Und wir gehen wieder runter. Und jetzt können wir über die Stelle springen. Beziehungsweise, wir müssen aufpassen. Weil, nicht nur das Gas bringt uns sofort um. Bitch, natürlich habe ich Snapchat. Was willst du denn für einen Arsch? Okay, anyways, wir müssen jetzt aufpassen, nicht nur das Gas bringt uns um, sondern auch der Maschendrahtzaun. Wir müssen da nur einmal rangehen. Obwohl, naja. Also wir müssen dann immer so dran springen. Und dann sterben wir schon, gefühlt. Oder auch nicht. Vergesst es einfach, es war das Gas. Lassen wir los. So, jetzt sind wir hier. Cool. Da sind ein paar große Kreissägen, die sehr bedrohlich aussehen. That's not any script that I know. Ja, schön. Und diese riesen Kreissägen müssen wir jetzt aktivieren. Und dann passiert was Tolles. Das ist so dumm. Das Spiel ist so blöd. Ja, da ist der Hebel. Drück ihn. Drück ihn! Vor allem, was sind das für Foltermaschinen? Ja, wie durch Zufall
gibt es da eine Fehlfunktion und die Kreissäge schneidet den Lüftungsschacht auf. Durch Zufall. Und dann fährt das Sägeblatt sogar noch netterweise zurück, sodass man quasi in den Lüftungsschacht rein kann. Und ich bin ein Idiot, ich muss da oben bleiben. Also, Zufall, oder? Es ist genauso ein Zufall, wie dass in 1000 Jahre alten verlassenen Ruinen plötzlich Schrotflintenpatronen rumliegen. Oder Schokoriegel. Oder Bandagen. Oder dass in diesen alten Katakomben die Fackeln angezündet sind. So. Dann mal zurück in den Schacht. Hüpf. Und wir lassen los und halten uns gleich wieder fest. Perfekt. Und jetzt krabbeln wir hier durch. Und speichern nochmal ab, denn ich traue diesem Spiel nicht. Ich mag einfach, wie sie... Sie hat so ein richtiges Resting-Bitch-Face. Sie schaut einfach so angepisst. Immer. Die ganze Zeit. Komm runter. Zack. Das war ja ein sexy Move. Ist da irgendwas? Was passiert jetzt? Oh, eine Cutscene. Nice. You can't keep me here. My paper will miss me if I don't report in. Found him skulking around in the loading bay. Must have got a passcode. How's the door on your way up, Grayson? I have records on you, Eckhart. You can't hurt me. If only there was time for us to read them together. But it's too late now. There are things to be done. Wie sie guckt so. Rest in peace, little bitch. Ah, schaut mal, wie smooth das Spiel jetzt aussieht. Wie smooth das aussieht. Oh, hallo, wer bist denn du? Ha! Junge! Stirb! So. Also dahin dürfen wir jetzt nicht, weil... weil wir natürlich da sind Minen, wie ihr seht. Und diese Minen machen Aua. Ich kann es euch gerne demonstrieren. Als Frust, dass das Spiel mich so lange aufgehalten hat, lasse ich sie jetzt sterben. Hui! Ja. Antiklimatisch, ich weiß, aber... So ist das Spiel halt, ne? Und hier stöhnen sie wieder. Entschuldigung. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich komme nicht klar darauf. So. Wir müssen aber jetzt hier lang. Du siehst, ihr seht hier, dass sie da auf diese Flasche zielt. Die müssen wir abknallen, aber erst nachher, weil es kann sein, dass es verbuggt. Da drin ist nochmal ein Soldat. Den knallen wir aber ab. Der ist jetzt gerade da drin. Und, wir öffnen jetzt die Tür. Aber vielleicht nehme ich mal eine andere Waffe. Ich habe ja jetzt das Ding hier. Aber da haben wir nur 5 Magazine. Und dafür haben wir auch noch 5. Nee. Ich bleib bei der Waffe hier. Die ist gut. Open the door. And draw your weapon. Hallo. Du sprichst Tschechisch. Immer noch. Das weiß ich. Magst du meinen Dab, Nico? Warum heißt du eigentlich genauso wie ich? Was fällt dir ein? Alter!
Was fällt dir ein, so zu heißen wie ich? Was fällt dir eigentlich ein, so verdammt attraktiv zu sein? Nein, Spaß. Oder? Nein? Naja. Auf diesem Automaten steht einfach mal Gassy Drinks. Gassy Drinks. Nein, das war kein Spaß. I wonder what needs that kind of security to keep it in. Nein, das war kein Spaß, du bist sehr attraktiv. You know it? My route goes through that biodome. It's a long way round, unless I can shut the power off to that section. Mit wem spricht sie eigentlich? That's it. Better get moving whilst the grid's down. Sie hat den Strom ausgeschaltet, ohne zu wissen, was überhaupt passiert. Sie hat einfach den Strom ausgeschalten und dadurch dieses Ding befreit. Geil. Das wird ein geiler Bosskampf. Nein, wird's nicht. Er wird ziemlich langweilig. Geil. Munition. Love it. Wieso bist du eigentlich... Hast du eigentlich schon mal versucht, so Wohnungen zu finden in MV? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es in Rostock ist. Aber da, wo ich halt gewohnt habe, in Neubrandenburg, falls ihr das mal sagt, da waren die Wohnungen fast schon geschenkt. Ich hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 50 Quadratmeter, für 415 Euro warm. Und Einzimmerwohnungen da gingen schon ab 170 Euro warm los. Also die Wohnungen da waren geschenkt. Kein Vergleich zu Tirol, was einfach nur scheiße teuer ist und ungerechtmäßig teuer ist für fucking Wohnraum. Ja, es ist ja... Ja, 50 Quadratmeter, zwei Zimmer, Plattenbau, ja, es war ein Plattenbau, aber er war saniert, ja, mit Badewanne, das Badezimmer hatte ein Fenster, die Küche hatte ein Fenster, das war eine richtig gute Wohnung, für eben 415 warm. Und die Kaution waren halt 1000 Euro. Das ging also echt, konnte man sich nicht beschweren. Und in scheiß Tirol, ne? Also ich meine, das ist so scheiße teuer hier. Wohnen ist fucking Grundrecht und Wohnen sollte niemals Luxus sein. Und hier kosten die Wohnungen, also ich habe jetzt auch eine 50 Quadratmeter Wohnung und die kostet einfach mal 860 Euro im Monat oder so. Mega überzogen, mega scheiße teuer, absolut blöd, weil die einfach machen können, was sie wollen. Weil es so wenig Platz hier gibt, ja, das auch. Aber es ist übelst scheiß, es ist auch teilweise leider politisch bedingt, weil es einfach nicht genug sozialen Wohnraum gibt. In dieser Scheiße. Noch habe ich nicht geschaut, aber mittlerweile sollte ich mal schauen. Ja, du solltest auf jeden Fall mal schauen. In Mecklenburg sind die Wohnungen sehr günstig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Rostock auch geht. Vor allem, weil halt, ja, also es sind halt mega viele Okay. Es sind halt mega viele Wohnungen frei, weil zu DDR-Zeiten hatten die ganzen Städte viel mehr Einwohner und die sind alle weggezogen und die haben so viel Leerstand. Also das Angebot an Wohnungen ist einfach so riesig groß. Also die haben einfach, ja, Platz. Die haben die ganzen Plattenbausiedlungen und in einem Plattenbau lebt es sich nicht schlecht. Das reden immer viele Menschen schlecht, aber es ist nicht schlecht. Klar sind die Wohnungen hellhörig, klar hört man seinen Nachbar auch mal husten oder reden. Aber es ist ein Dach über dem Kopf, es ist warm, es ist trocken. Und was will man mehr, hä? Was sollen die ganzen Ansprüche? Es ist eine Wohnung.
Das Ding ist halt, ich hatte als Azubi einen mega scheiß Gehalt. Also als Azubi hatte ich irgendwie so 300 Euro im Monat oder so für Vollzeit. Das war ein bisschen dreist, aber naja. Mittlerweile kann ich mir sowas leisten. Oh, da ist ein Gärtner. Hallo, Herr Gärtner. Don't breathe and definitely don't move. You are in big trouble, whoever you are. Intruders don't last long in Strahov. Just answer my questions. Der Synchronsprecher ist ein Deutscher. Das hört man am Akzent. First question, who are you? Second question, what are you and your buddies up to? What are you and your buddies up to in here? You really don't know what the cabal is. We are the beginning of a new order of life on Earth. Well, I've never heard of you. Ignorant mortal. The cabal. We control everything here in Prague. It means that we are going to be immortal. And you are going to be dead, intruder. Immortal? That is impressive. How are you going to manage that? Sie ist so sassy. Meister Eckhart is about to return the Nephilim race to glory. For our part in that triumph, he will grant us immortality. If I had a coconut for every time some lunatic said something like that. Your pathetic ignorance blinds you. We already have the last vital element from Turkey here in Strahov. Truthahn. And that is? The only true remaining Nephilim. The Cubiculum Nephili, the Sleeper. That's right. The last of the extinct race here in the Strahov. Surely the Nephilim are just a myth. You see, ignorance. With vital essences extracted from this precious specimen, Meister Eckhart can breed the next Meister generation Eckhart. Of pure Nephilim. No more abomination to run amok like Hi, Moses, proto-Nephilim. Schön, dass du da bist. She deserved to Auf der Arbeit Twitch schauen ist ein Verbrechen. Yes. Lass dich nicht erwischen von deinem Chef. Having abominations running around loose, isn't it? You have no idea what you are mocking. Sie hat einfach mal gehustet, ohne ihr Gesicht zu bewegen. Okay, jetzt sind wir hier im Biodome. Jetzt können wir hier ein paar Items grabben. Hier hinten liegt nämlich Munition. Ziemlich convenient, dass hier Munition rumliegt. Dann haben wir... Ich glaube... Moment... Die Pflanzen dürfen uns halt nicht angreifen, das ist das Problem. Hüpf! Ich glaube, da lag auch noch ein Schokoriegel, oder? Irgendwo hier lag was. Genau, da ist ein Schokoriegel. Ah ne, das ist nur Munition. Und sonst liegt, glaube ich, noch irgendwo ein Magazin rum, aber das lasse ich jetzt liegen. Stattdessen werde ich hier einen Geheimgang öffnen. Oh, ich bin so ein Profi. Und ja, dieser Geheimgang wird mich zu weiteren Items führen. Weil ich so cool bin und so toll. Guck hier. Nee, noch nicht. Hier. Hier. Oh, die Steuerung. Alter. Die Steuerung ist echt zäh. Wie geht's dir, Max? Geht's dir gut? Ist die Arbeit spaßig? Macht's Spaß zu arbeiten? Episch. Und runter. Und wieder zurück. Hüpf. Och, Lara, bitte. Mach einmal das, was man dir sagt. Hüpf. Speichern nicht vergessen. Das Spiel schützt nämlich gerne mal ab. So. Drück den Knopf, Lara. So, hier werden wir gleich ein bisschen was zu kämpfen haben. Nämlich mit ein paar bösen Monstern. Jetzt geht's ganz gut, hab morgen aber keine Zeit, habe Montag bis Donnerstagabend frei. Wow, nice.
Montag bis Donnerstag. Ich habe morgen kein frei. Samstag und Sonntag, ja, aber dann wieder nicht. So, das sind jetzt ein paar böse Pflanzenmenschen. Pflanzenmenschen. Bin am Sonntag zweifacher Onkel. Hey, Glückwunsch, cool. Zweifacher Onkel gleich. Richtig nice. Nehmen wir die Knarre hier. Das ist die einzige wirksame oder sinnvolle Verwendung von diesem Ding. Weil das nämlich eine sehr starke Waffe ist. Wie ich das Ding weggeballert habe. Das Ding hat ja nicht mal eine Chance, mich anzugreifen. Didn't even stand a chance. Hey, hallo. Okay. Munition ist leer. Nehmen wir die Waffe hier, die ist gut. Zack. Wer will was? Wer sucht Stress? Who is looking for stress? Niemand. Das sah aus wie eine überdimensionierte Kakerlake. Ja, sind's, glaube ich, auch. Oh. Lara, schieß! 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 Alter, das Ding ist gut. Alter. Lara, geh doch mal ein bisschen schneller. Oh! Zwei auf einmal ist unfair. Aber ach Junge, ich glaube nicht, dass Nachladen so funktioniert. Aber gut, lassen wir es gut sein. Halt, da lag was. Da lag was. Oh, noch so ein Ding. Lara. Die Viecher sind doch dümmer als AfD-Wähler. Wo sind wir stehen geblieben? Ah ja, genau, ich habe hier nämlich. Nee, du musst mich an sowas erinnern. Ich bin so eine vergessliche Hure. Sehe ich das nie, ich erinnere mich. Ich vergesse alles. Ich vergesse einfach alles, was so in meinem Leben passiert. Ich hätte heute fast vergessen, eine Hose anzuziehen. Naja, hi ihr beiden. Wie geht's euch? Gut, schön. Lass los, Lara. So. Jupp. 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 Ich drehe am Rad. Ich drehe am Rad. Ja, schreib mir auf WhatsApp, bitte. Ich bin so eine vergessliche, dumme Bitch. Manchmal. Naja. Vergesse ich selbst, dann wahrscheinlich auch. Ja. Das ist halt die Definition von erwachsenen Freundschaften, sag ich mal. Man vergisst einfach alles.
Und trotzdem mag man sich ja noch. Also eigentlich super. So. Dieses Level ist eins meiner absoluten Lieblingslevels. Nein. Mein Lieblingslevel in dem Spiel sind die Credits, weil dann das Spiel vorbei ist. Lass los. Alter, wie viel Leben verliert man dir? Nö. Nee. Das machen wir anders. Oh shit. Dreck. Hallo, Steltramisis. Du warst schon mal hier. Dein Name sagt mir was. Steltramisis. So. Ich will nicht so viel Leben verlieren beim Runterspringen, deswegen werde ich einen sicheren Weg nach unten wählen, der aber ein bisschen langsamer ist. Hi. Folgst du mir schon auf Twitch? You better do. So. Okay. Das Ziel in diesem Level ist immer noch, das Gewölbe der Trophäen zu finden, wo sich das Gemälde der Finsternis befindet. Ja. Und dafür müssen wir durch dieses Forschungslabor, welches in einem unglaublich schlechten Zustand eigentlich ist. Aber, naja. Es ist anscheinend modern genug, um groteske Zombies zu erschaffen, die uns umbringen wollen. Naja. Los, Lara Croft. Was los? So. Jemanden nennen erhalten. Was? Warte mal, hä? Hab ich diese Belohnung aktiviert? Ja, okay, ich benenne dich, mein lieber Nico. Du bist genauso wie ich. Schön, dass du da bist. Ich muss echt mal meine Belohnung durchgehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich überhaupt drin habe. Ich habe auf jeden Fall Wasser trinken, habe ich dabei. Und, Dabben habe ich dabei. Oh ja. Und so ein Scheiß halt. So. Herzlich willkommen im nächsten Segment. Hier liegt nichts. Oh, die Steuerung ist so zäh. Ah ja, ich erinnere mich an diesen. Ha. Sie ist so langsam. Ach nein, Lara. Sowas machen wir nicht. Sowas tun wir hier nicht. Wir sind doch erwachsene Menschen. So eine vergessliche Hure, ja. Aha, witzig. Hui. Ja, wo sind wir denn hier? In einer Gaskammer. Nee, das war ein Spaß. Level 3 Security only stand da an der Wand. Sind wir Level 3 Security? Weiß nicht. Aber der da unten vielleicht nicht. Stirb! So. Wir sollten hier übrigens nicht ins Wasser fallen. Denn da unten lauert ein, ja, Seeungeheuer. Das uns sofort zerfleischen würde, wenn wir ins Wasser fallen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Viech aus, keine Ahnung, Half-Life oder so. Irgendwie sowas halt. Was sehr Groteskes. Naja, Lara, bitte. Hör auf, so rumzuhampeln, danke. Okay. Aufs Rohr und dann das Ventil drehen. Wir müssen da früher oder später ins Wasser rein. Also, wir dürfen dann dem bösen Monster ausweichen. Das wird lustig. Naja, aber noch sind wir sicher. Hüpf. Ach so. Hüpf. So. Das liegt daran, dass alles in dem Spiel aussieht wie Half-Life. Ja. Irgendwie. Actually. Ja. Ich habe nie Half-Life gespielt. Ist Half-Life gut? Also, die alten Spiele, also 1 und 2, meine ich. Wenn es gut ist, dann gönne ich es mir vielleicht mal. Ich habe ja nur Gutes gehört. Aber vielleicht ist es ja scheiße. Gibt es jemanden, der das Spiel scheiße findet?
Half-Life ist mega gut. Was ist denn besser? 1 oder 2 oder 3? Ob es gut ist? Oh no. Mein chinesischer WhatsApp-Kontakt hat mich schon wieder angeschrieben. So, an die Wand, Lara, an die Wand, 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 an die Wand. Lara, bitte geh an die Wand. Ja, danke schön. 2 ist am besten, hat aber alles eine Story, daher alles spielen. Okay, passt. Werde ich mir vielleicht mal gönnen. Das Ding sieht aber irgendwie süß aus, das Monster. Wie so mit den Armen so umherfuchtelt. Ach ja, und das Seeungeheuer ist auch ganz nett. Let's go! Oh! Warte mal, hä? Moment mal. Wo geht's jetzt weiter? Ach, wahrscheinlich hier an diese komische Rankenwand, oder? Ja. Natürlich! Ach, speichern. Nicht vergessen, immer speichern. Immer speichern. Musst du immer speichern, sonst bist du am Arsch. In dieses Spiel musst du immer speichern, sonst. Ja. Sonst fickt das Spiel dich. In die Popo. So, Lara, jetzt bitte nach... Lara, bitte, mach jetzt keinen Scheiß. Alter, warum bist du so scheiß langsam, du olle Hu... Oh no! Oh no! Ja, zerfleisch mich halt. Warte mal, sind da Items im Wasser? Da sind doch Items. Da ist doch ein offenes Gitter. Da will ich hin. Ach, da bin ich sicher quasi, oder was? Da kann das Monster nicht hin. Na, wie öde. Nee, scheinbar nicht. Das ist einfach nur eine... Wo ist denn das Monster? Da bist du! Bring mich mal um. Ich will sehen, wie du mich umbringst. Hallo? Siehst du mich nicht? Das Viech hat eine dümmere KI als... Leute, es macht keinen Schaden. Es macht uns nicht mal Schaden. The fuck? Was ist mit dir? Entweder bin ich unbesiegbar oder das Monster ist einfach nur dumm. Ich ist doch keine Leiter, Alter. Was habt ihr denn für ein Problem? Da ist eine Leiter, aber da kann ich ja nicht... Halt mal. Vielleicht doch. Vielleicht kann ich ja... Dieses Spiel, ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Let's go, starten wir OnlyFans. Sofort. Alter, was für eine Scheiße. Das sieht man gar nicht als normaler Mensch. Dass da was ist. Ich sag so 20 Euro im Monat sind ein guter Preis, oder? Ist teurer als Netflix, aber ihr kriegt ja auch mehr als Netflix bieten kann. Hä? Ah, jetzt schaut euch das mal an. Das war des Rätsels Lösung. Dann lieber meine Fantasie. Ja, dann musst du ja wissen, was du verpasst. Nimm meine Organe. tja, anyway, so. No comment. 20 Euro. Es gibt Leute, die verlangen für den Scheiß so viel Geld, ne? Und es ist einfach so... Einfach so. Oh, was macht ihr morgen so schönes? Morgen ist Sonntag übrigens. Ich habe heute meinen Kalender mal so eingetragen, wie ich so im Studium, was ich machen müsste und so. Und Alter, ich will jetzt schon nicht mehr.
Also, naja, sagen wir es nicht. Ich rede jetzt nicht drüber. Ich habe mich so auf meinen Teilzeitberuf, danke für die Haltungsänderung. Dafür gibt's Schulter. Nein. Ich habe mich so auf meinen Teilzeitberuf konzentriert oder eingepegelt, dass ich jetzt, wenn ich dann noch nebenbei studieren würde, irgendwie eine 42-Stunden-Woche hätte oder so, und das wäre irgendwie mühsam. Alter, du Hure, du hast doch schon die Plattform da, du so eine Kuh. Mittig in die Kamera. Nein, 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 das ist der goldene Schnitt. Zwei Drittel. Außerdem könnt ihr da noch die Kunstwerke sehen. Von Yoshi und Thaddeus. Und das ist schon wichtig, dass die Kamera mich nicht zur Mitte zeigt. Kannst du schon programmieren? Ja, kommt drauf an, ne? Also, einen Taschenrechner kann ich programmieren. Mit C. Und den RPG-Maker kann ich auch. Und das war's. Aber ja, und Dingsbums. Ich hab mal... Alter, ist die dumm oder was? Ich hab mal so eine... der Ladescreen. Ja. Der Ladescreen. Ich hab mal so ein Programm gelernt, mit dem man Spiele programmieren kann. Und da gab's auch eine Programmiersprache zu. Die kann ich auch ein bisschen. GDScript heißt es. Aber Programmieren ist ja nur so ein kleiner Teil von vielen Sachen. Taschenrechner im VW und XML ist super. Dann wird es easy und es kommt Mathematik dazu. Ja, Mathematik ist schlecht bei mir, das können wir gleich vergessen. Ich mogel mich da irgendwie durch. Scheiße Mathematik, Alter, was ist das? Wer hat das erfunden? So eine Scheiße. Otto, kein Mensch. Boah, habt ihr das gesehen? Der scheiß Baum hat uns den Weg versperrt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Der scheiß Baum hat uns die Tür versperrt. Alter, lass mich raus! Wie kann es dieser Baum wagen, mich zu behindern? Ich bin Grünwähler. Nein. Scheiß Mathematik und studiert Wirtschaftsinformatik. Ich studiere normale Informatik. What? Alter, wie in Harry Potter. Vielleicht ein Mogelbaum. Ja, oh, Mogelbaum, Pokémon, Harry Potter, Mogel, Mogel, Muschi, Muschi. Naja, aber ich weiß, wir müssen diesen Baum zu Leibe rücken. Wir müssen nämlich diesen Tisch hier wegschieben. Und dann sehen wir nämlich, was wir tun müssen. Da ist nämlich ein Diagramm. Und da sieht man, wenn, also die Symbole, da sieht man das Kreuz, der Dreizack und das ganz oberste Symbol. Das ganz oberste Symbol ist die Stimmgabel. Stimmgabel, Kreuz und Dreizack und der Baum ist tot. So, Stimmgabel. Kreuz. Und Dreizack. So. Jetzt drücken wir den Knopf, oder den Hebel, halt, speichern. Und wir drücken den Hebel und sagen, ab dafür, zack. Der arme Baum. Dem geht's genau wie meine ganzen Pflanzen. Ich habe echt keinen grünen Daumen. Ich habe echt keinen grünen Daumen. Außer zu der Pflanze hier. Der geht's echt gut. Sie bekommt immer neue Blüten. Und ihr geht's echt blendend. Schaut. Eine Flamingoblume. Der geht's echt gut. Die kann ich gut. Open the door, Lara. Open the door. Oh Gott, ein toter Soldat.
Was ist hier passiert? Laras Legs sind schon nice. Ja, ihre Beine sind echt nice, ja. Ihr Outfit ist auch. Sie ist eh voll die Sexbombe. Also ich finde sie so attraktiv. Außer halt ihr komischer Gesichtsausdruck. Der ist ein bisschen, naja. Ich sag mal nichts. Oh, shit! Stirb, du Hure! Ein Sohn. Die Tür größer als mein Selbstwertgefühl. Ja. Das stimmt. Back to the ocean. Oh! Ah, hier haben so einen Schalter. Ne, hier waren drei Karten anscheinend. Drei Schlüsselkarten. Und diese drei Schlüsselkarten sind anscheinend im Besitz von irgendwelchen Soldaten. Der Nisa tat weh. Gute Besserung. Gesundheit. Gute Besserung. Gute Preise. Gute Besserung. Cora Loft. Lara Croft. Croft ist ja auch ein englisches Wort für irgendwas. Ich habe vergessen, was es heißt. Ich glaube, es heißt altes Herrenhaus oder so. Oder irgendwas in die Richtung. Oder irgendwas. Jedenfalls, man könnte ihren Namen auch gut eindeutschen. Tatsächlich. Hey, stopp! Cora Loft. Lara Croft, Cara Loft. Laura, Croft. So wie Harry Potter. Harry Potter kann man ja auch eindeutschen, weil Potter heißt ja Töpfer. Oder Pot heißt Topf. Und Potter kann man Töpfer, sagen. Kann man Harald Töpfer sagen. Croft, altes Herrenhaus? Wohl eher geiles Frauenzimmer. Ha! Smooth. So, I don't want to overshoot it. Let's go. Oh, da ist ein Soldat. Aufpassen. Feind! Stirb! Immer diese Gruftis. Ich hasse solche diagonalen Sprünge. Let's go. Hoch mit dir. Lara. Lara. Lara Croft. So, genug Schabernack. Philipp am Tor. Der ist ja jetzt, der ist ja wieder in... Ja. Danke. Der ist jetzt wieder in MacPom, der gute Philipp am Tor. Oder relativ viel. Ich habe es auf Instagram gesehen, der war ja überall noch. Hier, da, überall. In meinem Heimatkaff war er auch. Und hab mit dem Bürgermeister gesprochen. Ja, super toll. Hüpf! Philipp ist in MV? Okay, ich komme nicht besuchen, Miko. Bloß weg hier. Maybe now I can make it across that ledge. Weißt du, wir springen hier einmal, wir springen hier so oft umher. Es gibt kein Stärke-Upgrade. Einmal springen wir hier drüber und sie wird stärker. Girl sagt noch einmal MacPom und ich beiße was weg. MacPom. Beach. Ich darf das. Ich wohne. Ich komme dort her. Gott, der Sprung. Der Sprung ist fett. Das ist halt MacPom. MacPom. Was mich viel mehr triggert, also MacPom darf man von mir auch sagen, MV auch, aber was mich halt am meisten triggert, ist, wenn Leute Mecklenburg sagen. Das ist immer so ein bisschen, es ist zwar grammatikalisch richtig, aber es ist halt nicht im Dialekt-Sinn richtig. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, das ist genauso wie hier in Tirol, da gibt's auch einen Ort, der, wenn man ihn deutsch sprechlich, wenn man deutsch gesprochen korrekt ausspricht, haben wir gerade Schaden genommen durch den Sprung.
wenn man ihn deutsch korrekt ausspricht, dann heißt es eigentlich Kematen. So wie Tomaten. Aber eigentlich heißt es ja, aber die Leute sagen hier Kematen. So, wieder was Neues gelernt. Und das völlig gratis. Ach so. Wir können hier hoch. Ich vergesse dann aber, dass es diese Ranken gibt, die man hochsteigen kann. So. Ach, Lara. Was macht sie nur mit ihrem Leben? Hoch mit dir. Zack. Boom. Wann ist das Spiel endlich mal vorbei? There's chaos up there. Why has the power been cut off? Is this your doing, Miller? No. The power's down everywhere. Just control things in the dome, then. Do it. It's everything locked down. You don't want anything getting loose. Ja, da ist der Typ am Ladescreen. We have a problem down in the sanatorium. MacPom ist innerlich falsch. Es ist egal, es ist einfach ein Spitzname. I have a confession, Master Eckhart. I didn't destroy the proto-Nephilim. The proto? You are kidding. Right, Boaz? I need to supervise this personally. That experiment was to be eradicated. I expressly ordered it. It's far too dangerous to keep alive. Was? I couldn't. It's half Nephilim. That makes it impossible to kill without your very up shard. You ignored my orders for the last time, Boaz. Mullah, I need the services of one of your little creations. Ah, please, no! It wasn't my fault! I'm loyal! Your own incompetence has sentenced you, Boaz. Give me a chance! Not the pot! I will be obeyed. Now sort this mess out. Ach man, Leute, ich sag's euch. Das Drama, ja. Es ist wie in diesen indischen Teledrama-Serien. So, und jetzt muss man hier irgendwas tun können, oder? Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Kann man hier einfach über den Dings? Ja, kann man. Sehr gut. Denn die dritte Karte, ich weiß, wo sie ist. Ich habe es nämlich ganz vergessen. Es war meine Vermutung, aber ich habe dann einfach gedacht, jo, nee, wird schon passen. Nee, tut's nicht. Man muss sie nämlich hier runter. Hüpf. Hat zwar ein bisschen Schaden genommen, aber macht ja nichts. Wir nehmen ja alle mal ein bisschen Schaden, ne? Übrigens, Milzkuhn, ich habe dein Video gesehen mit zum Gehirnjogging. Ziemlich nice. Du bist ziemlich alt. No offense, aber als du da gestruggelt hast, um das Wort Bahnhof zu... Um das Wort Bahnhof zu lesen, dachte ich mir so, seriously? Stupid Beach. So witzig, wie du einfach nichts gecheckt hast. Egal. Egal. Ist okay. Stopp. Speichern. Let's go. Srusedor. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei. Na schade. Na schade. Was ist das denn hier? Oh, nice. Bing. Bing. Ah, es ist vorbei, das Level. Perfekt. You really have made a mess of things, haven't you? Who for? The stalker who stole my painting. What do you need with the painting? Maybe I'll explain later, Ms. Croft. But for now, I need to go and turn the power back on. Leaving me here?
You've caused enough problems over the last 2 days. Safer for everyone if you stay in one place for a while. You'll be okay in there. And this? My Perium shard. You picked it up in the Louvre, yes. After you stole my painting. All this can wait. I know where you'll be. Take a breather from damaging things, why don't you? Danke für den 1 Cent. Bright, ja, super toll. So, jetzt der nervigste Teil des ganzen Spiels. Wir spielen nicht mehr mit Lara, wir spielen mit diesem komischen Dude, der einfach mal nichts kann, außer fucking dumm sein, und seine Steuerung ist noch schlimmer. Du kannst übrigens mit deinen Bits auch Sounds abspielen. Ich glaube, das funktioniert sogar, oder? Weiß ich nicht. Ich würde es nicht probieren. Probier es lieber nicht, weil da gab es jetzt so einen Fehler und naja. Schauen wir mal, was wir... Nein, kann ich nicht. Okay, ja. Irgendwie hat sich die Anwendung abgeschossen. Deswegen. Wir haben einen Shard. Und eine Waffe. Mit 10 Magazinen. Jo, und wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Ich wollte es jieten lassen. Okay, schade. Geht aber nicht. Okay, das ist blöd. Hoch mit dir, Curtis. Hoch! Ich meine, immerhin haben sie sich die Mühe gemacht und ein eigenes Moveset für ihn programmiert, was ja auch nicht schlecht ist. Und er macht dann dauernd so... Ist das die Trans-Lara? Ja, sozusagen. Sozusagen. Vor allem, die Waffe, die er hat, ist seine eigene. Warum liegt hier Munition dafür rum? Gut, vielleicht benutzt sie einfach normale Munition. Kann ja auch sein. Er ist genauso langsam beim Treppe runterlaufen, Leiter runterlaufen. Vor allem, er schreit gar nicht. Er macht einfach nur... Da läuft irgendein Typ mit Klopapier rum. Hab mich am Deppen gestört. Ist. Naja, bleib einfach da stehen. Was? Oh. Oh, er ist tot. Naja, gut. Egal. Oha. Die können Türen öffnen. Zurück. Hände hoch. Bleib einfach da. Das war lustig. Naja. Stirb. Kommen Sie nicht zu nahe, Sie kranker Mensch. Es gibt immer in jedem Tomb Raider Spiel gibt es immer ein Level, wo sie versuchen, so Survival Horror nachzumachen, aber es irgendwie nicht so wirklich schaffen, weil es dann einfach doch wieder nur ja, Tomb Raider ist. Was war das? And I thought this would be one of my easy days. Ja. Curtis, mach was. Hände hoch. Don't move. Erst schießen, dann Fragen stellen. Da lag Munition, ich hab's gesehen.
Halt, da lag Munition. Wieso kann ich die Waffe nicht nehmen? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Die Waffe ist scheinbar komplett okay, also sie ist nicht kaputt oder irgendwas. Egal. Egal. Oh shit. Achso, du bist jetzt wieder freundlich oder was? Hey, take it easy. What's going on down here? Dying. We're all dying. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Get a grip. What's gonna kill us? The proto. It got free. We got fed to it, but it ate the guards when the power shut down. What the hell's the proto? The screamer. The black angel. Hey, I don't give a damn about your black angel. What are you doing down here? I didn't sign on for this. Not devils and shadows. I'm just a truck driver. What? You drove here? 4 days on the road from Turkey. Long way. Long way. What did you bring here? What were you carrying? Death in 5 tons of stone. The sleeper. Drove here. Then they grabbed us. She locked us in here with her hungry pet. The screamer. The proto. You were fed to that thing? Fed to it, yes. Der Russe kam aus der Türkei, ja. I'm safe in here. Yeah, sure. Keep the door locked, okay? Okay, girl. You can't hide out there. He'll get you. He'll get us all. Ja. Passt schon. Ich bin ja stark und ich bin ein starker, großer Mann. Ich kann das. Ich schaffe das ganz alleine. So. Wo muss ich jetzt lang? Warum ist das Kabel schon wieder hier? Ich hasse Kabel. Kabel sind zu schlimm. My Farsi ability will help here. My Farsi ability? Achso, stimmt, der hat ja. Supernatural Abilities. Hätte ich auch gern. Damals gehabt in der Schule. Süß. Ein Schokoladenriegel. 06289. Och, Mann! Girl! What the fuck? Mach's! 0628 0628 9. Bitch. So. Wer will? Du willst. Halt mal. Irgendwie muss man hier rein können, weil da liegt ein Schokoladenriegel und den will ich haben. Ich will den Schokoriegel. Weil man muss halt irgendwie reinkommen, weil da liegt ein Schokoladenriegel drin. Das heißt, es muss möglich sein, irgendwie da reinzukommen. Lel, was ist passiert? Ja. Das frage ich mich auch jedes Mal. Lars Croft. Lars. Nennen wir ihn, ja stimmt. Nennen wir ihn in Zukunft einfach Lars Croft. Lars, was tust du da zu den armen, was machst du mit den armen Leuten hier? Lars Croft. I can't. Und worum, wo ist Lara?
Lara ist eingesperrt. Lara ist tot. Nein, sie ist nicht tot. Und man schreibt tot in dem Fall mit T und nicht mit D. Aber sie ist... Oh, shit! Geplatzt. So. Lars. Lars Croft. Die hätten ihn einfach Lars nennen sollen. Wo ist deine Bulge? Ja, du musst verstehen. Der kann da gar nichts machen. Der hat den Zwangsacker an. Der kann gar nicht angreifen. Mit was soll er angreifen, hä? Der ist nichts. Das ist gar nichts. Ein Haufen Elend. Also du musst verstehen, das ist halt, das wurde halt von Männern designt, das Spiel, und deshalb ist nur Lara so sexy designt. Mit Jiggly Physics in den Boobs. Nicht er. Das wurde bei ihm nicht vorgesehen. Und warum verprügelst du arme Menschen? Das sind böse Menschen. Die sind alle irre. Das ist eine geschlossene Anstalt. Männer wollen doch alle Riesen. Das finde ich sexistisch. Ja, es ist schon irgendwie sexistisch. Natürlich ist es sexistisch, es ist Tomb Raider. Was erwartest du? Oh je, du warst zu lange im Ösenland. Psychisch kranke Menschen sind auch Menschen. Ja, aber sie sind gefährlich. Guck dir an, wie sie hier umherlaufen. Und versuchen mich umzubringen. Definition. Was ist das denn für ein Move, Alter? Das ist ja ein cooler Move. Er kann auch kriechen, aber er kann nicht auf dem Boden robben. Und er kann auch nicht sprinten. Sehr schlecht. In Games, ja, in Games. Mhm. Klar. Nicht nur da, auch in Pornos. Und im echten Leben. Auch teilweise. Ich brauche eine Schlüsselkarte, um hier reinzukommen. Scheiße. Huh. Oh Gott. Das ist so ein Typ. Um den kümmere ich mich später. Wir müssen erst was finden. Liegt die Karte zufällig hier? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach, wenn die Schlüssel alle eine direkt vor der Tür liegen. Anime, just imagine it, having 20 cm. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Können wir das Gesprächsthema bitte wechseln? Just imagine it. Just imagine having more than 20 brain cells. Can't relate. Can't relate. Ah, hä? Ich verstehe nicht. Schaut mal. Wisst ihr nicht, was ich nicht verstehe? Ich verstehe es nicht. Das Strahov ist in Prag. Wir sind in Prag. Und sämtliche Schlüsselkarten sind hier auf Deutsch geschrieben. Da steht Abteilung von Medizin. Da steht sogar Abteilung vom Medizin. Oder? Ja, ja. Da steht Abteilung von Medizin. Ich habe heute Omelette mit Toast gegessen, mehr nicht. Und mit Feta. Feta-Omelette, ziemlich geil. Mit Kräuter der Provence. Huh. Sein Springen klingt wie Schluck auf. Huh. Naja. Was sagen wollte, alles ist auf Deutsch. Auch diese Sicherheitskarten sind auch Deutsch. Zum Mittag gab es ein leckeres Gulasch und einen Kräuterschnaps anscheinend. Hände hoch! Ist das da Scheiße an der Wand? Haben die hier Scheiße an die Wand geschmiert? Ist das eklig oder was? Uah. Och, Curtis?
Lars, bitte mach einfach was. Lars. Bürger Lars Dietrich. Den gab's schon, liegt doch nicht, Nico. Er ist in die Scheiße gesprungen und machte. Gutes Sounddesign. My boys. Okay, da können wir nicht hochschauen. Lars mit SZ. Alter, Lars, bitte, komm schon. Oh, mein Gott. Lars. Halt. Da liegt bestimmt was. Immerhin hat er seinen eigenen Schatten. Also, es hätte sein können, dass er Lara Schatten hat. Sind Lars und Lara ein Paar? Nein, also zumindest in diesem Teil noch nicht. Es war ja geplant, dass es noch eine Trilogie gibt mit zwei weiteren Spielen in dieser Art. Und da hätte man dann 3, 8... Das an der Tür stand. 3, 8, 4, 7, 1. Perfekt. Sesam, öffne dich. Das war volles ASMR. Ja. Ich sag's ja, meine Stimme. Engelsgleich. Ich habe auch damals als Grundschüler war ich im Musikunterricht immer der Beste, weil ich so gut singen konnte und immer die hohen Töne treffen konnte. Und das konnte sonst niemand. Nicht mal die Mädels konnten das. Ha. Get on my level, Noobs. Lars' Handbewegungen sind schon sexy. Ja. Hört mal auf, Lars zu thirsten hier. Eine Cutscene. Will ich was trinken? Ist das eine Niere? Nee. Juhu, was ist das? Ekelhaft. Ein Wissenschaftler. Ein lebender Wissenschaftler. Nico, der Eunuch. Was? Eunuch. Ja, ach so, weil, ja, klar. Ich verstehe schon. Ich weiß schon, was es ist, ja. Wegen Singen und so. Oh, ein Monster. Wie cool. Das ist der Schweinebärmann. Was arbeitet er auch so alleine? Um diese Uhrzeit. Ist das ein Schweinebärmann oder ein Bärschweinmann? Können wir den thirsten? War das hier in diesem Raum? Und Lars hat einfach zugeschaut? Das ist ein herzloser Bastard. Halt! Sie begeht eine Straftat. Straftat. Lecker, eine Straftat. Oh, nice. Können wir Nico thirsten? Na, immer. Immer. Welchen denn? Mich oder dich? Komm. Come on. Stupid bitch. Boah, Junge, was macht der? Er macht einen Salto, Alter, wie Lara. Er ist so gelenkig wie Lara und gleichzeitig ist er ein absoluter Krüppel. Halt, nee. Behindertenfeindlich. Darf ich nicht sagen. Er ist wie ein unbeweglicher Mensch. Wie ein 60-jähriger Mann. Ah ne, ist das wieder. Altersdiskriminierung. Ja, keine Ahnung, was er ist. There's nothing more I can say. Ey, ey. Ich habe übrigens eine Sims 4 Erweiterung gekauft. Und zwar Seasons. Und dazu den Sex-Mod runtergeladen, was er eh schon hat. Boah, Nico, sei mal mehr PC. PC? Personalcomputer? Der ist einfach like me. Innerlich und äußerlich tot. Ja. Bald ist er auch wirklich äußerlich tot.
Juhu, der frisst den Menschen. Eklig. Ja, Sims 4 Sexmod. Kann ich dir nachher gerne zeigen. Halt kann ich, das darf ich halt nicht auf Twitch zeigen, weil... Da werde ich schnell gebannt. Man kann sogar customizen, wie groß der Pipi-Mann ist. Ja, es ist kostenlos, ja, aber man kann trotzdem Geld spenden. Duh. Ach, es heißt auf Deutsch, auf Englisch Sanitarium. Sanitarium. Aquarium. It's a lot anstrengend. Ich will derzeit gar keine Beziehung, viel zu viel Stress. Lars wird zeigen, was er kann. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Beziehungs- und Stress. Man muss sich halt immer abstimmen und es gibt so viel Konfliktpotenzial, was man gar nicht erwartet. Also es gibt wirklich, manchmal lauert der Streit in den banalsten Dingen. Ja, es ist ja ganz, ganz furios. Da streitet man sich wegen absoluten Dummheiten. Und das belastet halt. Maximum Containment Area. Das nächste Level. Wir machen heute ein bisschen länger. Ich ziehe heute durch. Wir bringen das Spiel zu Ende. Oder auch nicht. So, das zweite von drei Leveln mit Lars. Statt Lara. Naja. Es ist nur kurz, diese Phase, aber dafür ist sie nervig. Hier ist einfach eine recycelte Area vom Level davor. Wie man sieht, es ist alles das Gleiche. Es sieht wirklich exakt gleich aus. Mich würde es auch echt wundern, wenn hier... Mich würde es nicht wundern, wenn hier ein Schokoladenriegel drum liegt. Nein, okay. Also es ist einfach exakt dasselbe. Das ist ein Code, ein Zahlencode, den wir noch nicht wissen. Für diese Tür. Nee, doch nicht. Okay. Strange bitch. Content reusing, ja. Kann man es auch nennen. Ich nenne es einfach billig. Na gut. So wie ich bin auch ein bisschen billig. Huch. Ha, meine Mami sagt, ich bin ganz teuer. Warum bin ich so müde? Ich habe halt bis 10 geschlafen. Bin erst seit 10 Stunden wach, eigentlich. Naja. Hände hoch! Wer auch immer da ist, keine Ahnung. Er stirbt doch mal! Das reicht. Die werden ja immer gefährlicher hier, die Leute. Warum haben die so mutierte Körper? Wahrscheinlich. Das wird in der Story nicht erwähnt. Sagen wir einfach, es waren Experimente. Ist das Dead Space für Arme? Ja, es ist. Das Spiel ist generell für Arme. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Den Rest kennst du ja. Wir können das ja gerne mal nachspielen. Noch so ein Schokoladenriegel. Zieh dich um. Warum ist das ein Code? Warum ist das der Code? Naja, 17068. Danke. Halt, umdrehen. Das war jetzt eine verbindliche Aussage, Nico. Ja. I don't mind. Ich halte meine Versprechen immer ein. Zwinky Zwonky. Nein. Vielleicht.
Also, wir haben jetzt den Code. Und wo geht's jetzt hier raus? Irgendwo hier war der Ausgang. Aber ich finde ihn irgendwie nicht. Ja, die Sequenz hat dazu gedient, den Code für das Türschloss zu erfahren. Ach, da geht's raus. 17068. Cool. Richtig cool. Triple A. Was hat denn da? Es hat eine giftige Brühe. Spring mal rein. Ich will da jetzt mal reinspringen. Wenn es wirklich giftig ist. Oh. Ja, es ist so eine giftige Brühe. Ja, aber Sinn kann er seine Seele aus dem Körper ausfahren lassen? Man wollte die Next-Gen-Funktion der Engine zeigen. Und wo ist Madame Hooch? Ja, man wollte wirklich die Next-Gen-Funktion zeigen. Das stimmt. Vielleicht. Mal sehen. Schauen wir mal. Lars kann nicht schwimmen. Doch, er kann eigentlich. Obwohl, vielleicht kann er nicht schwimmen, ja. Stimmt. Das könnte die Erklärung sein. Alter, diese scheiß Gassen hier sind so verwinkelt. Diese scheiß Gassen sind so verwinkelt. Das ist urverwirrend. Gleich wieder. Ih, hat er da Scheiß an die Wand geschmiert. Ekelhaft. Wenn da ein Kerl stehen würde, würde es lachen. Ja. Ja, das stimmt. Haha. So, wo ist der Schokoriegel? Munition? Ja. Wo ist der Schokoladenriegel? Da. Nimm. Ach du Scheiße! Schieß! 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 Stirb! Er muss nie nachladen, scheinbar. Das ist auch interessant. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Ein Pass, oder? Genau. Was steht da? Strahov-Sicherheitssysteme. Das ist auch wie auf Deutsch. Like, excuse me. Achso, ah, ich weiß warum. Weil ja der Eckhart, der Bösewicht, das ist ja ein Deutscher. Der hat das ja alles gegründet. Wahrscheinlich. Naja. So, wo benutze ich jetzt die Karte? Und die Karte benutze ich jetzt wahrscheinlich, Nico hat echt eine brutale Seite. Hat sie nicht jeder von uns? Aha, man schafft's doch darüber. Hab's doch gewusst. Und wie komme ich wieder zurück? So. Jetzt die Keycard. Wo kommt die Keycard rein? Ich weiß leider nicht, wo die Keycard reinkommt. Und ich laufe mal in den scheiß Raum, Alter. Dreck. Das muss am Namen liegen. Ah, ja. Du hast ja denselben schönen Namen wie ich. Es ist ein schöner Name. Ich bin froh, dass mein Vater mich so genannt hat. Weil die Idee kam von meinem Vater. So. Jetzt aber, wo geht's hier weiter? Irgendwo hier muss doch die Keycard rein. Keycard. Da. Zack. Zip. Es ist ruhig. Stay hydrated. Es ist zu ruhig in diesem Kabuff. Gehen wir zuerst nach links. Immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Immer links anfangen. Nichts. Weiter.
Halt immer links anfangen, habe ich doch gesagt. Naja, gut. Ist auch nichts. Umdrehen, weiter. Ist nichts. Ah, von da kommen wir ja tatsächlich. Sehr interessant. Warte mal. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Halt, gehen wir zuerst geradeaus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Where is the sense in that? Oh, Munition. Schnell. Nimm sie. Nimm sie, Lars. So. Immer links. Immer links. Links ist die richtige Richtung. Boah, ich war gestern einkaufen. Und da hat eine Kundin die Kassiererin gefragt, wo denn das Olivenöl ist. Und dann hat die Kassiererin gesagt, ja, da hinten einfach rechts, hinter den Geschenken rechts. Und die Frau geht hinter die Geschenke, schaut sich um und geht nach links. Und ach du Scheiße, das war so nicht geplant. Okay. Ups. Oh shit. Motherfucker. Friss meine Waffe, du Stück Scheiße. Alter, du. Das geschieht dir recht. Kameraführung on point, ja. Ja, auf welchem Punkt auch immer, aber sie ist on point. Das, kann man so sagen. Munition irgendwo? Wenn ich ein Game Designer wäre. Ne, ich habe jetzt Munition versteckt, aber gut. Ich bin kein Game Designer. Ich hätte es aber wahrscheinlich besser gemacht. Na egal. Immer. Diese Location kennen wir doch. Also, ich kenne sie. Von gestern. So, wo müssen wir jetzt hin? Einmal im Kreis umher rum und dann da ist eine Leiter. Hüpf! Alter! Lars! Gab's nicht so eine Serie mit dem Eisbären? Der ist auch irgendwie Lars. Der kleine Eisbär oder so? Süß. Oder? War das nicht sogar so? Was nun? Jetzt bin ich hier. Und nichts. Ah, da ist nochmal eine Leiter. Nee, warte mal. Können wir uns umschauen? Ja, können wir. Ah, da muss man ab. Nein! Was machst du denn? Das einzige Spiel mit einem selbstmordgefährdeten. Ach du Scheiße. Hüpfer! Let's go. Zack. Oh, ein Lüftungsschacht. Folgen wir gerade dem Monster? Ja, sicher. Warum ist er eigentlich hier? Ist er ein Auftragskiller? Alter, diese Moves. Oh. Geiler Scheißer. Geile Moves, geile Soundeffekte.
Geiles Voice Acting. Alles gut. Oh, wie langsam er sich dreht. Oh. 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 Bitte. Erlöse mich. Ich höre das Monster. Ich höre es. Warum klettern alle Leute in diesem Spiel so langsam Leitern hoch? Es ist einfach sowas von ätzend. Was eine spannende Sequenz, ich sag's dir. Ah! Einfach dem Spiel folgen. Das Spiel sagt einem, wo man lang muss. Nico, auf den Kopf zielen. Ich kann nicht zielen. Er zielt von selbst. Oh shit, das Monster. Alter, meine Hand. Meine Hand! Oh no! Bosskampf. Alter, der greift mich einfach an. Der dumme Bitch. Hurensohn. Alter, es reicht. Hau es weg. Seht ihr, jetzt macht er den Schaden. What the fuck? Leute, ich sag's euch. Oh, jetzt sind wir wieder zurück, da wo Lara war. Da hat sich das sich versteckt. Oh, damn, smooth. What brings you here from Paris? Eckhart. We have business that only one of us will walk away from. You? Ja, nur ein Schuss. Personal reasons. Eckhart plans to use all five obscure paintings to revive an ancient evil called the Sleeper and rebreed the Nephilim race. To do that, he collects alchemically transmuted elements from his murder victims' bodies. I've seen him at work as the Monstrum. With that glove. Eckhart's the original black alchemist. Now he's very close to finding the last painting. Does he know where it is? Yes. It's hidden in the Lux Veritatis vault beneath the straw hole. The paintings must be destroyed. To do that, I need the shard you picked up at the Louvre. There should be three Periap shards. Eckhart has the last one. If all three shards are united, they can destroy him permanently. So he keeps it safe. Tell me about the shards. They're ancient weapons of the Lux Veritatis. Two of them were entrusted to my father. Eckhart murdered him to stop them passing into my hands. He failed. So Eckhart went after your father, and you want revenge? Justice. We should work together. You're trusting me? Here. How can they be used to kill Eckhart?
He must be stabbed with all three shards. We can divide the forces against us if we split up. You need the third shard, so you should go after that. I'll find the last painting and destroy it. Okay. Eckhart guards the shard in his old alchemy lab in the lower regions. I can find my way there. The engraving shows the painting hidden in something called the Vault of Trophies. Here. The entrance is underwater. No problem. How did she get the engraving and the map? It doesn't matter. We have lost too many men trying to open that damn vault. Perhaps her special talents will help us get what we need. The mail will be coming this way soon. Make the preparations. There's no danger she can destroy the last painting. We won't allow her the opportunity. The fifth obscure painting is mine already. Ja. Müde. Cutscene länger als meine Lebenserwartung. Ah, Leute. Leute, ich sag euch. Alter, was ist das für ein Scheiß-Level, bitte? Warum ist... Jetzt sind wir wieder mit Lara unterwegs. Das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Aber ich höre jetzt auch gleich auf. Das waren jetzt fast 2 Stunden. Also... Sind das da unten Geschütze? Ah. Einfach die Basic-Ass... Cheap Animation. Na egal. Alter, what? Das ist ein richtiges Troll-Level. Das erinnert mich sofort an Happy Wheels irgendwie. Hallo? Wo sind meine Waffen? Du Snitch, Alter, wo sind meine Waffen? Da. Moment, stopp. Wir müssen hier durch. Metal Gear, Moment. Aha. Aha. Ein Mann! Das Ventil! Wie dumm bist du eigentlich, du Kuh? Du hässliche! Entschuldigung. Aha. Gas. Was macht das Gas? Bringt es mich um? Was ist das? Was ist das für ein Gas? Was macht das Gas? Hallo? Es ist ein blaues Gas. Was macht das? Wahrscheinlich die... Ah, wahrscheinlich die Zielelektronik der Geschütze überfordern. Oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, was das Zeug macht. Das Gas macht alles blau. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, das stimmt leider auch. Ah, seht ihr, jetzt schießen die nicht mehr auf uns. Sie sehen uns, aber sie schießen nicht. Magic! Game Design is my passion. Übrigens, danke nochmal fürs Cheering vorhin, für den 1 Euro umgerechnet. Das hat mir sehr geholfen. Because a bitch is broke. A bitch is broke as hell. Dieser Monat war sehr teuer für mich. Mein Donation Goal sollte eigentlich meine Miete sein. Nicht Final Fantasy VII Remake. Aha. Da ist noch so ein Geschütz. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich möchte bitte weg. Ich will weg. Dankeschön.
Magic Dust. Ja. Whatever. Alter, ich höre jetzt gleich auf. Ich höre jetzt gleich auf. Oh, 100 Bits für die Miete. Danke für den 1 Euro. Und ich glaube, jetzt höre ich auch auf, weil das ist... Es ist an einem Punkt im Spiel angekommen, wo ich null Lust mehr habe, weil das einfach mich stresst. Wir sind auch schon fast am Ende. Also ich glaube, beim nächsten Stream haben wir das Spiel sogar schon durch, glaube ich. Es ist jetzt schon... Es fehlt jetzt noch das Gewölbe der Trophäen. Also The Vault of Trophies. Dann noch ein weiteres Lars-Level mit Lars. Und das war's dann, glaube ich, schon. Da kommt nicht mehr viel. Also eigentlich gar nichts mehr. Und kurz zu Eckers Labor. Und dann sind wir schon durch. Also mega nice. I'll see you around, würde ich sagen. Und zum Abschluss lassen wir sie nochmal sterben. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Milz Kuhn und Nico. What is she even doing? Oh. Ach so. Ach so. Na dann. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Gehen wir noch die Tür durch und dann war's das. Okay. Hier endet unser Spiel. Hier ist es vorbei. Hier und jetzt ist es vorbei.